Hallo und herzlich willkommen! Wieder mal unser investigatives Magazin beschäftigt sich mit der Tatsache Fanta ohne Zucker. Dieser Art Zitrone oder wie wir ihn nennen, Lemon. Nicht so verwechseln mit der Fanta Zero Lemon aus letztem Jahr, ist nämlich bestimmt dasselbe. Ich habe noch keine Flasche mehr. Ja. Aber jetzt müssen wir durch. Wir testen diese Sorte und damit die vorletzte zuckerfreie Sorte. Es fehlt noch Erdbeere. Und irgendwelche im Sommer herauskommenden Super-Special-Sorten, die wir aber noch nicht kennen. Ja, bestimmt kommt da wieder die tolle Idee. Oh mein Gott, wir müssen Blaubeere-Gurke machen oder so. Also letztes Jahr. Sie sollten aufhören, Facebook darüber abstimmen zu lassen. Ja. Was erwartest du? Zitronengeschmack und vielleicht ein bisschen Zuckersatzstoff-Nachgeschmack. Okay. Ich habe mir gedacht, es riecht bestimmt so ähnlich wie herkömmliche nordmazedonische Zitronenlimonade. Dies ist ja natürlich keine Limonade, sondern eine Lemonade. Ja, aber selbst das ist ja wahrscheinlich nicht, weil kein Zucker drin ist. Oder keine Limone. Oder Limette. Oh, ist Zitronensaft drin. Aus Zitronensaftkonzentrat. Und damit kommt sie auf fröhliche 2 Kilokalorien. So viel Saft kann es dann ja nie sein. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal entzuckerter Saft. Es ist weder Kohlenhydrate noch Zucker drin. Aber ich freue mich auf die Prise 0,06 Gramm Salz pro 100 Milliliter. Wahrscheinlich die Tränen vom Coca-Cola-Film. Natürlich. Obwohl, was hat der mit Fanta am Hut? Gar nichts. Sie ist, glaube ich, 50 Jahre nach seinem Tod überhaupt erstanden. Auf jeden Fall 50 Jahre nach dem Cola irgendwie rauskam oder so. Er ist bestimmt dazu die Opium gestorben. Das ist relativ plausibel bei Apothekern, die Getränke erfunden haben gegen Schwindsucht. Ich finde, die schmecken relativ sauer. Ich auch. Wir hätten kein Eis voressen sollen. Wir haben natürlich kein Eis vorgegessen. Für mein Diät-Tagebuch. Aber es ist Zitronenlimonade. Muss sie nicht sauer sein? Ja, ein bisschen. Also ich schmecke also auch nur Zitronensäure und keine... Ja, doch, nein, leicht, aber... Ich schmecke keine Süßstoffe raus. Doch. Hinten auf der Zunge habe ich so ein merkwürdiges, aber nicht so doll. Also andere Leute behaupten, das schmeckt man so total schlimm raus, also vielleicht da scheint ihr wirklich Geschmacksrezeptoren nur genau für diese eine Geschmacksnuance zu haben. Vielleicht sind wir schon versaut. Wir sollten umsteigen auf unglaublich teuren Wein. Hersteller von unglaublich teuren Wein, wollt ihr mir nicht Proben schicken? Ich werde die garantiert nicht einfach nur verkochen. Auch dieser Podcast ist wieder halal. Du hast recht, in dieser Fanta ist kein Schwein, glaube ich. Bestimmt. Man weiß nicht, ob irgendwas geklärt wurde mit Gelatine, was ja der übliche Veganspruch Vegan steht da nicht dran, ne? Da steht gar nichts. Da steht neue Rezeptur und mit fruchtigem Zitronengeschmack. Weshalb sie es ja Lemon nennen und nicht Zitrone. Wahrscheinlich die Verwechslungsgefahr mit Sprite so gering wie möglich zu halten. Oder sie schreiben da einfach Lemon Run ran, weil das international für Zitrone steht, weil es Englisch ist. Ja, weil unglaublich viele Touristen sich durch die Supermärkte drängen. Oh mein Gott, where's the Fanta Lemon? I don't see it. Übrigens ist die einzige Sorte, die bei unseren Kaufleuten überhaupt noch gelistet ist, von Fanta ohne Zucker in einer anderen Geschmacksrichtung als Orange. Ja. Das, wie gesagt, nach der Frucht benannt wurde, die Farbe. Ja. Die hätte Banane heißen können. Fast. Wenn die Banane nicht schon vergeben gewesen wäre. Ich bin mir nicht sicher, welche der beiden Früchte den Leuten vorher bekannt war. Ich auch nicht. Also wir hatten ja nichts. Die Zitrusfrüchte stammen schließlich aus Asien. Da könnte man deutlich früher hin als Südamerika, wo die Bananen herkommen. Schon blöd. Ist Bananen wirklich nicht da? Ja. Ja. Ach, verdammt. Deswegen? Bringt mich zum Kaffee-Dieb und herrlichen Tomaten und anderen Tabakkram. Ja, das führt überhaupt nicht zu irgendwas. Würdest du nochmal eine Flasche davon kaufen? Im Zweifel ja, aber... Ich im Zweifel wahrscheinlich nicht. Also mir schmeckt sie, glaube ich, schlechter als das Original mit Zucker. Aber ich war nie der große Zitronen-Fanta-Fan. Ja, ich schon. Deswegen schleppe ich auch immer gerne mal irgendwelche Sorten aus... exotischen Supermärkten an oder so. Also umstrittenen Zonen. Wir möchten uns nochmal herzlich bei allen Ländern
entschuldigen, die mit irgendwelchen anderen Ländern im Klitsch liegen. Oder die Menschen, die aus diesen Ländern stammen und sich auf dem Schiff Insbesondere irre, wenn ihr sehr teuren Wein verkauft. Die sollten endlich mal mehr Influencer-mäßig sein. Aber ich glaube, dafür braucht man Follower. Wie kriegt man Follower? Weiß jemand das? Wir kriegen ständig neue Follower. Es kommt immer wieder mal was dazu. Ich kriege ständig E-Mails deswegen. Das ist Spam. Und damit, vielen Dank an die PayPal-Abteilung. Ich muss meine Magengebühren zahlen. Ciao.